Jawohl, prima, schönen Dank für den Startschuss. Und was war der Start des Hauptrennens am heutigen Abend hier in Schieferstadt, 38. Auflage des großen Rennigfestpreises. Glücke zur dreifachen Barprämie. Glücke zur dreifachen Barprämie der nächsten Runde. 15, 10 und 5 Euro, 30 Euro zur Verfügung gestellt vom T&T Auto Shop. Großen Einzelhandel. Jawohl, 15 Euro gewinnen die 41. Dreifache Barprämie hier am Band, Abnahme der Prämie. Nächste Runde, Meldungsrunde. Glocke zur Meldungsrunde. Glocke zur Meldungsrunde. Meldungsrunde. Drei Fahrer kommen sich irgendwas vom Feld ab. Prämienrunde. Meldungsabnahme, Glocke zur Prämienrunde. Nächste dreifache Barprämie wird jetzt eingeläutet. Nächste dreifache Barprämie. Nächste Runde, Prämienrunde. 15, 10 und 5 Euro, 30 Euro vom Küchenstudio Jürgen Barda. Das Musterhaus für Küchen, Einbaugeräte von Siemens, Juno und Miele. Prämienabnahme, Glocke zu einer weiteren dreifachen Barprämie. Glocke zur Erwähnungsrunde, Prämienabnahme, Glocke zur Erwähnungsrunde. Und Glocke zur Prämie. Und es ertönt die Glocke zu einer weiteren dreifachen Barprämie. Abnahme, Glocke zur Erwähnungsrunde. Glocke zur Erwähnungsrunde. Und Glocke zur nächsten dreifachen Barprämie. Wird Simon Huber, Team Möbel Ehrmann, 2 Punkte. Und der vierte Platz geht an die 70. Jonas Schmieser, RSC Kempten, mit 1 Punkt. Glocke zu einer weiteren dreifachen Barprämie. Vor 34 und 40. So, jetzt geht es erneut um 40 Euro. '53 vor '71 und '08, das sind die drei Prämiengewinner. Der Mitzkerei-Meyer wird jetzt eingeläutet. Glocke zur dreifachen Barprämie.
zur vierten Wählung. Bremenabnahme, Glocke zur Wählungsrunde. Zu einer weiteren dreifachen Barprämie. Und der vierte Platz geht an die 17 Pascal Ackermann Red Nose Team mit einem Punkt. So, wir hatten soeben die Prämienabnahme, Glocke zu einer weiteren Prämie. €15 gewinnt die 52, gewinnt Fabian Genuit, die Möbliermann. Eine Sportbrille von Adidas im Wert von 189 Euro. Jawohl, da lohnt es sich mal schnelle Beine zu haben. Und die schnellsten in dieser Runde hat der Fahrer mit der Startnummer 75. Bremenabnahme, Glocke zur Erwähnungsrunde. Glocke zur Erwähnungsrunde. So, auf die Prämie der CDU und Schieferstadt ist ausgefahren. 5. Wertungsabnahme und Glocke zu einer weiteren Prämie. Prämienabnahme, Glocke zu einer weiteren Prämie. 4-Mann-Spitzengruppe. Sich 41 teilen sich die Prämie der Steuerberater. 31, 70 und 40 dürfen sich die Prämie teilen. 15. So, jetzt kommt die Glocke zur Erwähnungsrunde. Glocke zur Erwähnungsrunde. Wir haben nun eine 5er-Spitzengruppe hier in Front. Hier kommt das Feld, Glocke zur Wertungsrunde. Glocke zur Wertungsrunde, 5 Fahrer konnten hier als Spitzengruppe der Feld davonfahren. Jetzt geht es um die Punkte der 6. Wertung. Prämienabnahme, Glocke zu einer weiteren dreifachen Barprämie. Glocke zur Prämienrunde. 70, 31 und 38 Teile in Euro können gewonnen werden. Prämie vom Männergesangverein und Glocke zu einer weiteren dreifachen Barprämie. An Bremenabnahme, Glocke zur Wählungsrunde. Und das Feld ist wieder geschlossen zusammen. Glocke zur Wählungsrunde. Thank you.
Bezugsabnahme, Glocke zur Bremenrunde. Eingeläutet haben wir eine weitere 30 Euro Prämie der Firma Auto Zorn GmbH. Die Firma Auto Zorn war Spender dieser Prämie. 15 Euro hier raus gehen an die. So, jetzt geht es um 20, 15 und 5 Euro. 71 vor 36 und 14. 20 Euro gewinnt die 71. Steffen Hannes Greger aus Kempten. Weiter geht es mit einer dreifachen Bar Prämie der Volksbank Kur und Rheinpfalz. Prämienabnahme Glocke zu einer weiteren Prämie. Greger RSC Kempten. Zweitplatzierter wird die 16. Das ist nicht die 16, sondern die 76. Robin Fischer, Nassovia, Limburg. Er gewinnt 15 Euro. Barprämie und Glocke zur Wählungsrunde. Abnahme der dreifachen Barprämie. Glocke zur Wählungsrunde. Gewinnt Steffen Hannes Greger Kempten. Glocke zur Wählungsrunde. Zur Information der Fahrer im Feld. Wir haben eine größere Spitzengruppe in diesem Rennen. 10 Euro Wertung. Und Glocke zur nächsten Prämie. Das Ergebnis des Weiter mit einer Prämie der Firma Ernst Haug. 12, 8 und 5 Euro sind zu gewinnen. Und Glocke zur nächsten Prämie. Prämie der Firma Ernst Haug, Inhaber Jürgen Haug, Schieferstadt, Erdbewegung, Recycling, Abbruch und Containerdienst. 12 Euro, gewann soeben die 71, Steffen Hannes Greger aus Kempten. 8 Euro, zweiter Platz für die 76, Robin Fischer, RSV Nassovia Limburg und 5 Euro, dritter Platz für die 2. So, jetzt geht es um die Prämie der Firma Jürgen Maddern. Prämienabnahme. 36, 14 und 71 teilen sich die Prämie der Firma Jürgen Maddern. 15 Euro gewinnt die 36 Jonas Tenbruck Racing Students. 10 Euro, zweiter Platz. Glocke zur nächsten dreifachen Barprämie, 15 Mal die CDU in Schieferstadt, die Stadtratsfraktion. Die nochmals ihren Dank ausspricht an den Veranstalter für die Durchführung dieses Wettbewerbs. Ja, jetzt geht es zur Glocke für die Wertung und Abnahme der Prämie. Glocke zur Wertungsrunde. 14, 71 und 76 teilen sich die Prämie der CDU in Schieferstadt. 15 Euro gehen an die Stadt Nummer 14, Dominik Messeburg, Stradali, Bike E. 10 Euro, zweiter Platz, die 71. Wertungsabnahme, Glocke zur Prämienrunde. Glocke zur Prämie. Oh. 36, 72 und 14 teilen sich die Prämie der Stadtwerke Schieferstadt. 15 Euro für den Sieg gehen an die 36 Jonas Tenbruck Racing Students. 10 Euro, zweiter Platz für die 72 Andreas Meyer RSC Kempten und 5 Euro, dritter Platz. Und Glocke zur nächsten dreifachen Barprämie.
Vier Fahrer noch in der Führungsposition teilen sich die Pondatprämie der Firma Schramm. 10 Euro für die 36 Jonas Tenbruck Racing Students. 5 Euro, zweiter Platz für die Ein- und Prämienabnahme. Glocke zur nächsten dreifachen Fahrprämie. Der Metzgerei Stefan Meyer. 15 Euro gehen an die 14 an Dominik Messeburg, Stradali Beigeht. 10 Euro, zweiter Platz, die 6 Bremsendienst. 15, 10 und 5 Euro sind zu gewinnen. Die 40 Robert Müller, Team Heizung mit der Firma Gebrüder Idelhardt und Glocke zur nächsten dreifachen Barprämie. Applaus 70, 38 und 17 teilen sich die Prämie, die jeder davon fahren konnte. Die 38 ist das. Die 38 ist davon gefahren, Simon Leib. So, und hier kommt unser führender Fahrer, unser Spitzenreiter. Glocke zur Schlusswertung. Glocke zur Schlusswertung. Verbunden mit der Schlusswertung eine Prämie. Eine Spontanprämie. Auflage des Schifferstädter Radrennens. Ja, Schifferstadt ist natürlich eins meiner Lieblingsrennen. Ich habe heute extra einen halben Tag freigenommen. Ich habe hier 2009, 10 und 11 gewonnen und wusste, das Rennen liegt mir sehr. Wir waren heute zu viert, der Roman, Steffen, der Jonas und ich. Und dann klar, am Anfang hatte ich noch ganz schön schwere Beine, haben Roman gesagt, ich fahre erst die Sprinterabwertung 30 vor Schluss. Dann ging die Gruppe, ich bin mit dem Steffen drin gewesen, da habe ich gewusst, jetzt müssen wir alles riskieren, hoffen, dass wir durchkommen. Ja, ich fahre ja mit Spiegel. Ich habe genau gesehen, dass die drankommen, vorletzte Wertung wusste, ich muss jetzt nochmal voll durchziehen. Und dann haben sie mir gesagt, ich habe nur ein bisschen Vorsprung. Ich wusste, ich muss in der Schlusswertung rein. Der Florenz ist sau stark, der Sieger vom vergangenen Jahr. Die letzten Wochen bettle ich mich mit ihm schon immer. Aber jetzt, klar, dann ist die Euphorie, die Stimmung hier an der Strecke. Und ich wusste, ich habe schnelle Beine und ich muss nur die Punkte fahren. Und es hat gereicht. Ich habe wieder einen Rettich. Ich habe einen Pokal. Ich bin super glücklich. Ja, ich würde sagen, die erste Drittel war nicht so gut für mich, weil ich habe keine Wertung gewonnen. Wenn ich die erste gewinne, ist der Kopf ganz frei und man fährt ganz anders.
Das hat mich, würde ich mal sagen, die erste Rennhälfte wegen belastet, dass ich bis dahin keine Wertung gewonnen habe. Und dann habe ich ja nicht den Tag erwischt, wie ich es mir erhofft habe. Aber hinten raus ging es dann auf jeden Fall wieder besser und ich habe das Beste draus gemacht, glaube ich.